Steigt der Streamer Jungfeldsalat bald aus einer Woken-Twitch-Bubble aus? Es gibt erste Hinweise, die darauf hindeuten. Auf Twitter schrieb Jungfeldsalat: Nur weil ich mich nicht mehr wie der letzte Wichser verhalte und alles wegbeleidige, was von meiner Position abweicht, denken manche, ich werde jetzt von Rechten rekrutiert. Wenn ihr wirklich denkt, ich stehe deswegen weniger hinter Transmenschen oder anderen diskriminierten Minderheiten, dann entfolgt mir. Ich werde weiterhin über diese Themen reden und aufklären, aber nicht so, wie ihr das wollt. Damit meint er diese woke Joker-Bubble, die ihn vor kurzem auch weggebannt hatte. Damit meint er Menschen wie Seth Van Doom, die andere Leute als vollgeschissenes Stück Menschenhaut und schlimmere Sachen beschimpft haben. Und ja, jetzt meldet sich natürlich der erste rechte Streamer, nämlich der gute Proletopia. Jetzt weißt du ja, wie Imp, ich und viele andere als rechts, transfeindlich und als was wir sonst noch für Bullshit bezeichnet wurden. PS, jetzt haben dein Kommentar hier viele Rechte geliked, was eine Bestätigung für sie sein wird, dass du mit Rechten kuschelst und nun auch ein Rechter bist. Willkommen in der Logik. Ja, willkommen, Jungfeldsalat. Schauen wir mal, wie gut unsere Rekrutierungsversuche hinhauen und ob Jungfeldsalat den Ausstieg aus seiner totalitären Woken-Sekte schafft. Ich prognostiziere mal, dass dem nicht so sein wird. Jungfeldsalat hat nämlich vor kurzem auf meine Debatte mit diesem anderen Walkie, nämlich Baba Bartonek, reagiert und Baba Bartonek wirklich auf die dümmste Art und Weise verteidigt. Kleiner Hinweis am Rande, ich bin in Jungfeldsalats Chat gesperrt. Ich hatte nämlich Jungfeldsalats Hetze gegen mich schon in einem anderen Reaktionsvideo kritisiert, als er ja Neitans Hetze gegen mich unterstützt hatte. Also wirklich ein Maß an nicht verstehen wollen an den Tag gelegt hat, wie das bei allen Walkies der Fall ist. Und genau das Gleiche hat er jetzt hier bei Baba Bartonek gemacht. Und ja, wenn man sich diese Reaktion hier anschaut, dann sieht man, dass Jungfeldsalat noch nicht aus diesem Walken-Denken herausgekommen ist. Und deswegen ist meine Prognose, er wird den Ausstieg aus dieser Walken-Sekte wohl eher nicht schaffen, sondern sich eine neue Walken-Sekte suchen, in einer neuen Walken-Bubble untergehen oder zurück in seine alte Walken-Bubble kehren. Aber er wird nicht sich vom Walkismus freimachen können, sondern er wird dahin, glaube ich, wieder zurückkehren. Also dafür ist er zu tief in diesen Denkstrukturen, in diesem moralistischen Politikverständnis verankert. Dafür ja, verachtet er bestimmte demokratische Grundfreiheiten wie die Meinungsfreiheit zu sehr. Dafür ist er nicht bereit, sich mit anderen Meinungen genug zu beschäftigen. So ist jedenfalls meine Einschätzung. Ich kann falsch liegen. Ich werde dieses Video hier einen Monat später hochladen auf meinem Kanal. Und ja, dann könnt ihr ja schauen, ob ich recht hatte oder ob ich nicht recht hatte. Also ich würde sagen, es wird interessant. Wir schauen uns mal Jungfeldsalats Reaktion auf mich an und sehen mal, inwieweit er hier mit seinen Prognosen recht hat oder auch nicht. Den geht's. Okay, aber das ist ja jetzt, wie soll ich sagen? Okay, hat er es gesagt oder das nicht gesagt? Ist es sein Haupt? Die Rede ist gerade von Dominik Reichert. Also nur mal für den Kontext. Content, hat er seine Meinung geändert, bla bla bla. Ich komme da nicht so ganz mit. Ich warte die ganze Zeit drauf, bis es um den Inhalt davon geht, was der gesagt hat vielleicht. Ne? Ich kann halt nichts dazu sagen. Ich habe das Video nicht gesehen. Ne? Einer Gespräche das gleiche Muster. Okay. Und ich sag's dir gleich, darauf habe ich jetzt keine Lust. Ich werde mir nicht irgendwelche Vorwürfe basierend auf deiner Moral anhören. Es interessiert mich nicht, was du moralisch über mich oder meine Gesprächspartner denkst. Also mach von. Also bevor Jungfeldsalat darauf jetzt eingeht, erstmal kurze Erklärung. Baba Bartoneks Masche besteht darin, andere Streamer wüst zu beschimpfen, sie zu Talks zu provozieren, diese Talks der moralische Standgerichte abzuhalten. Und wenn diese Streamer sich der Walken-Ideologie unterwerfen, dann ist er mehr oder weniger zufrieden, sagt nichts mehr groß. Wenn sie sich dieser Ideologie nicht unterwerfen und ihm widersprechen, dann beschimpft er sie einfach als rechtsextrem, rechtsradikal, Nazi, als sonst irgendwas. Er wirft ihnen vor, dass sie mit Rechtsextremen zusammen kuscheln würden oder andere schwachsinnige Sachen. Also so war das in jedem seiner Gespräche. Er wirft ihnen vor, dass sie eine finstere Seele hätten und anderen Schwachsinn. Also das ist mehr oder weniger seine Taktik. Und seine Taktik besteht gar nicht daraus, irgendwie diese Vorwürfe belegen zu wollen, sondern er wirft einem 10 Minuten, nachdem er einen Vorwurf schon mal geäußert hatte und man diesen Vorwurf widerlegt hat, einfach nochmal, und zwar so lange, bis man nicht mehr widerspricht, und da behauptet er das nach dem Stream immer weiter. Also wirklich einer der bösartigsten und schlimmsten Walkisten, der uns wirklich abgrundtief hasst und bekämpfen will. Dieser Mann will politische Gegner aus dem Diskurs ausschließen. Das ist ein ideologisch überzeugter Antidemokrat. Und jetzt schauen wir, auf wessen Seite sich Jungfeldsalat im Folgenden schlagen wird. Okay,
finde ich mega weird, dass er von vornherein sagt, okay, ich möchte nicht über moralische Entscheidungen sprechen, weil im Endeffekt das ist doch das, worum es immer geht. Also, Digga, literally jedes Kuchenvideo baut auf moralischen Vorwürfen auf. Habe ich gesagt, dass ich ein Fan von KuchenTV und diesem elendigen Meinungsbloggertum bin? Also ich halte nichts von diesem moralistischen Politikverständnis. Nichts daraus, davon, dass man aus seiner eigenen Moral meint, ein politisches Argument machen zu müssen. Also ich weiß nicht, wie ich das Leuten wie Jungfeldsalat erklären soll. Aber wenn du sagst, ich lehne ein Verhalten moralisch ab, dann folgt daraus erstmal politisch überhaupt nichts. Und das kannst du ja so halten. Und du kannst das in deiner Agitation auch verwenden. Diese moralischen Argumente, die emotionalisieren die Zuschauerschaft. Dazu dient das. Aber wenn du ein einziges Argument, deine einzige Moral, deine eigene Moral ist, dann läuft etwas schief und dann ist ein vernünftiger Diskurs nicht mehr möglich. Also beispielsweise bei den Wokies. Man kann argumentieren, dass sie geisteskrank und bösartig sind. Das wäre ein moralisches Argument. Man kann aber auch argumentieren, dass sie unser Lager bekämpfen wollen und dass sie uns, also die Freiheit unseres Lagers, sich äußern zu können, einschränken wollen. Also dass sie die Position unseres Lagers verschlechtern wollen. Dass sie sich also wie politische Feinde verhalten. Das ist ein politisches Argument. Da kam gerade keine Moral drin vor. Sie verschlechtern die Position unseres Lagers. Das ist einfach ein politisches Argument. Wenn du in der Normalbevölkerung Leute agitieren willst, dann ist das moralische Argument sehr viel schlagkräftiger, weil die meisten Leute nicht politisch denken. Wenn du aber vernünftig argumentieren willst, wenn du vernünftig mit anderen Leuten zu einem Konsens kommen willst, dann solltest du eher politische Argumente anbringen. Denn bei moralischen Argumenten, da kannst du keinen Konsens finden. Wenn der eine sagt, ich finde, du solltest aus moralischen Gründen keine Meinungsfreiheit haben, du solltest aus dem Diskurs ausgeschlossen werden. Und der andere sagt, ja, ich hätte aber gerne Meinungsfreiheit und meiner Moral entspricht es halt, dass alle Meinungsfreiheit haben sollten. Also ein Kompromiss davon wird die Seite, die die Meinungsfreiheit ablehnt und bekämpfen will und ihren eigenen Platz im Diskurs durch Repressionen ausbauen will, wird diese Seite immer bevorzugen. Deswegen ist das Verhalten der Wokies so effektiv. Das hatte ich heute im Talk mit Lucy auch betont. Kritik hat zu 90% moralisches Fundament für mich. Also von meiner Wahrnehmung her. Wenn irgendwas kritisiert wird, dann bezieht sich das immer auf einen moralischen Vorwurf. Deswegen ist halt auch geil, in eine Debatte zu gehen und zu sagen, okay, aber ich möchte nicht über Moral reden. Ja. Nein, bezieht es sich nicht. Wenn Russland beispielsweise in der Ukraine einmarschiert und sagt, wir wollen, dass die NATO sich nicht weiter ausbreitet, dann ist das ist keine moralische Forderung, sondern eine politische. Also ich weiß nicht, wie man das Leuten wie Jungfeldsalat erklären soll, diesen Unterschied zwischen politisch und moralisch. Also woher soll Russland denn das moralische Recht haben, der Ukraine vorzuschreiben, zu welchem Bündnis sie gehört? Kann man jetzt drüber streiten. Die NATO sagt, nein, wir haben das moralische Recht, in der Ukraine unsere Regierung einzusetzen und dann und die Ukraine hat das moralische Recht, uns beizutreten und Russland, nee. Hat die Ukraine nicht. Also moralische Prämissen, die schließen sich aus. Aber die politischen Interessen, zwischen denen ist ein Kompromiss möglich. Beziehungsweise, wenn es keinen Kompromiss gibt, dann führt das halt zu Krieg auf internationaler Ebene. Lol. Vernünftige, inhaltliche, politische Argumente oder lass es. Du weißt ja nicht mal, was ich gesagt hätte. Auch politische Argumente basieren ja ganz oft auf Moral. Wenn ich zum Beispiel sage, ich finde es gut, wenn viele Leute vegan sind, dann ist das ein politisches Statement. Und Nein, das ist kein politisches Statement. Ich finde es gut, wenn wir morgen Weltfrieden hätten. Das ist kein politisches Statement. Das ist, wünsch dir was. Das ist, Moral. Das ist reine individuelle Moral, die keine politischen Folgen hat. Ich kann mit Moral argumentieren, warum ich das gut finden würde und warum ich das, bestärken will. Also das ist ja... Wie willst du deine Debatte führen, ohne dass du moralische Standpunkte mit einbeziehst? Ist das nicht unmöglich? Nein, ist es nicht. Du kannst politisch argumentieren. Du kannst mit Interessen argumentieren. Politischen Interessen. Klar, du kannst auch über Dinge reden ohne Moral. Du kannst ja beispielsweise drüber reden, was ist wirtschaftlicher für Deutschland? Wie viel Prozent Mehrwertsteuer haben welche ökonomischen... Ja genau, was führt zu maximalem Wirtschaftswachstum? Eine niedrigere Mehrwertsteuer und dafür eine höhere Einkommensteuer für hohe Einkommen oder das Gegenteil? Das sind Fragen, die man stellen kann.
nichts mit Moral zu tun. Das sind Fragen, die, also wie gesagt, das ist ja jetzt noch deskriptive Ebene, was führt zu höherem Wirtschaftswachstum. Effekte auf den Bundeshaushalt. Klar, darüber kann man auch diskutieren, da lässt man die Moral außen vor. Aber das ist doch die meisten Themen, ne? Gerade wenn es um dieses Woke-Ding geht, wo es um Gerechtigkeit geht, wo es um. Warum verachte ich dieses Woke-Ding nur so sehr? Vielleicht, weil diese Leute nur moralisch und gar nicht politisch argumentieren und das letztlich zu absoluten. Wenn du kein einziges politisches Argument hast, warum sich dein Gegner auf dich zubewegen sollte, du aber die ganze Zeit erklärst, dass der Gegner ein böser Mensch sei und aus dem Diskurs ausgeschlossen gehöre und du eigentlich die gesamte politische Richtung des Landes vorgeben sollest, weil du ja auf der richtigen Seite seist. Wie ist da ein Kompromiss möglich? Gar nicht. Man kann dich verdrängen oder man kann sich dir unterwerfen. Aber man kann mit dir keinen Kompromiss finden, wenn du so argumentierst. Um Minderheitenschutz geht und so weiter, das ist auch immer, hat doch immer moralisches Fundament. Das kannst du doch nicht von vornherein ausklammern und sagen, nö, darüber rede ich nicht. Also kannst du schon, aber dann bist du halt meiner Meinung nach nicht an einem wirklichen Austausch interessiert. Also, wer sich nicht vor einem Inquisitionsgericht hier auf Twitch verantworten will, warum er ein böser Mensch ist, so wie Leute wie Bartonek oder Neitan das machen, sagt, okay, über so einen Schwachsinn rede ich mit dir nicht, ich rede mit dir über Inhalte. Der ist nicht an einem Austausch interessiert. Also, ja, wie kann man so eine vollkommen verquere Weltsicht haben? Das muss ich mir an der Stelle wirklich mal fragen. Leitzuf schreibt gerade, naja, aber es ist halt Feldsalat, der ein naives Weltbild hat, ohne jegliche Kompetenz. Man sollte ihm einfach beim Lernen zusehen. Okay, das war jetzt fies, das habe ich nicht gesagt. Du sagst, ich soll vernünftige Argumente bringen, und weißt nicht mal, was ich gesagt hätte, ne? Du hast ja, ich habe dir ja noch gar nichts gesagt. Woher möchtest du wissen, was ich zu dir sage? Ich war zweimal bei dir Thema. Zweimal, dass ich es mitbekommen habe. Also, woher weiß ich, wenn Baba Bartonek in seinen Streams mehrere Male über mich redet und wirklich übelste Lügen über mich verbreitet, mich auf die dümmste Art und Weise beschimpft, wahrscheinlich einfach, um Reaktionen von mir zu provozieren. Woher weiß ich dann, dass ich zukünftig Thema sein werde? Beziehungsweise, woher weiß ich dann, was er in unserem Talk über mich sagen könnte? Beziehungsweise, wenn ich mir andere Talks mit ihm angesehen habe, mit Leuten, die ähnliche Gesprächspartner wie ich hatten, die sich in einem ähnlichen Umfeld bewegt haben, wie beispielsweise Outlaw, und er, ja, ihnen ein moralisches Verhör abnötigt. Woher weiß ich dann, dass mich ein ähnliches Verhör erwarten wird? Ich glaube, um sowas kombinieren zu können, muss man ein neuer Sherlock Holmes sein. Ich glaube, darauf kann auch nur ich kommen. Wirklich. Ihr merkt dieses absichtliche Dummstellen, was einen wirklich nur aufregen kann. Also er tut so, als wäre ihm nicht klar, dass ich weiß, was für eine Masche er da abzieht. Jeder sieht, was er da abzieht. Jeder, der ihm zusieht und jeder, der da neutral dran geht und ihm nicht wie ein Fanboy hinterher rennt. Also wie Jungfeldsalat hier. Ich spreche mit dem Polytopia nicht drüber. Ne? Ich habe das Gespräch nicht gesehen, Digga. Es ist halt, ne? Es ist halt wirklich schwierig für mich. Was irgendwie verwerflich wäre und vielleicht nicht in der Öffentlichkeit stattfinden sollte. Wie zum Beispiel auch Volksverhetzung oder so. Was ist denn jemand, wenn jemand Volksverhetzung betreibt, Digga? Sagt, dann kommt dann auch der Agitator ums Eck und sagt, oh, Digga, aber, ne? Ich bin der Meinung, dass Volksverhetzung abgeschafft gehört. Also ja, ich komme dann um die Ecke. Obwohl, aber hier sind wir schon ein bisschen weit. Ich hatte ja vorhin mal kurz reingehört. Ich hatte auch in seinem, wie gesagt, ich bin in seinem Chat gebannt. Ich hatte einen Entbannungsantrag gestellt. Bisher wurde der nicht angenommen. Also wie gesagt, mal schauen, ob der aus dem Woken Bubble herausfindet. Das werden wir im Auge behalten, auf jeden Fall. Also, Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, Digga. Wir sind bei so Plattformen wie YouTube und so weiter, das sind immer noch private Unternehmen, Digga. Das ist nicht irgendwie was Staatliches. Und die dürfen... Ich finde das absolut irre, was der da so fabriziert. Und ich kurz für den Kontext, für alle, die jetzt ein bisschen verwirrt sind, die sich mit diesem Trash-Content nicht groß beschäftigen, schaut euch solchen Trash-Content bitte nicht noch mehr an. Das verdummt einen ungemein. Das ist nicht gut, wenn man sich zu
gut, aber die jetzt schon mal bis hierhin gekommen sind, es geht gerade um den Schattenmacher. Bartonek fordert, dass der gesperrt wird. Ich frage ihn nach allgemeinen Prinzipien. Ich frage ihn, wer das machen sollte. Er so, allgemeine Prinzipien? Keine Ahnung, das sollte man von Fall zu Fall entscheiden. Und das sollte irgendwie der Staat machen. Also quasi, es sollte ein Diktator, ein wohlwollender Diktator, von Fall zu Fall entscheiden, wer gesperrt werden sollte und wer nicht. Und moralische Standards, ja, das ist Baba Bartoneks individuelle Moral. Baba Bartonek will also quasi als König entscheiden, das soll gesperrt werden, das soll nicht gesperrt werden. Der Typ ist ein Extremist, das ist ein ideologisch gefestigter Antidemokrat. Was anderes lässt sich aus solchen Äußerungen nicht schlussfolgern. Und das zu benennen, ist nur gut und richtig, wenn es im Kampf gegen diese Woke-Bubble geht. Also da sollten wir auf jeden Fall jede Vorsicht fahren lassen, jede Zurückhaltung fahren lassen. Wir sollten diese Leute als das benennen, was sie sind. Es sind Extremisten, die Meinungsfreiheit und freien Diskurs hassen und sich als Feinde unseres Lagers aufführen. Und entsprechend sollten wir sie behandeln. Inwieweit da moralische Frames etwas bringen, das ja lässt sich noch diskutieren. Wir sollten uns halt immer gewahr werden, dass diese moralischen Frames keine politischen Argumente sind. Das können wir an anderer Stelle nochmal diskutieren. Ich bin der Meinung, dass der nichts auf YouTube verloren hat. Und ich sage ja so, das ist eine ganz normale, das ist eine 0815-Meinung, Digga. Also nicht im Sinne von, dass sie schlecht ist. Also ich finde die Meinung also gut. Das müsst ihr euch jetzt nochmal klar machen. Baba Bartonek sagt, jeder, ja, wen ich nicht mag, der sollte gesperrt werden. Und ja, der Staat sollte das irgendwie entscheiden. Von Fall zu Fall entschieden werden. Also wirklich ein komplett totalitäres Weltbild. Jede Meinung, die nicht in sein kleingeistiges Weltbild passt, soll einfach wegzensiert werden. Also Weg in die Meinungsdiktatur und Jungfeldsalat, sagt, ja, das ist eine ganz normale Meinung. Wieso sollten wir Leute, die der individuellen Moral irgendeines österreichischen Twitch-Streamers widerstreben, nicht einfach so pauschal wegbannen? Das ist doch eine ganz normale Meinung, dass man den freien Diskurs komplett aussetzen will. Was spricht denn dagegen? Ja. Was soll man dazu sagen? Gut. Und ich sehe das bei vielen Creatern auch so. Das ist eine Meinung, die jedes Anime-Profilbild auf YouTube in die Kommentare schreibt, Digga. Das ist doch jetzt wirklich nichts Außergewöhnliches, dass man Kanäle scheiße findet. Auf meinem Kanal schreibt das nicht jeder in die Kommentare. Vielleicht locke ich nicht so viele extremistische Antidemokraten an wie du. Würde ich mir mal über meine Community Gedanken machen. Wäre. Und dass man die für politisch gefährlich hält, wenn man das andere politische Lager ist und sagt, ich fände die kacke, ich finde, die sollten nicht auf YouTube sein, weil die sind gegen Menschen, die sind gegen Minderheiten, die sollten nicht auf YouTube sein. Das ist doch eine ganz normale Meinung, Digga. Das ist ja noch nicht mal links, Digga. Der kann ja, wenn er möchte, soll das... Nicht gegen Anime-Profil, Benner. Nee, auch nicht. Nee, es ist antidemokratisch. Es können natürlich auch Rechte sagen. Also es gibt rechte Antidemokraten, es gibt linke Antidemokraten, es gibt auch liberale Antidemokraten. Also Antidemokraten gibt es überall. Vermeintlichen politischen Mitte. Also das würde ich jetzt gar nicht so pauschalisieren. Also trotzdem bin ich für die Demokratie und für freie Meinungsäußerung. Also wie gesagt, das ist jetzt wieder ein moralisches Argument, muss man ja immer klar sagen, sonst bringt Jungfeldsalat das aufeinander, sollte ihr hier drauf wieder reagieren. Aber man kann es auch politisch argumentieren. Man kann auch sagen, wenn die freie Meinungsäußerung eingeschränkt wird und Woke darüber entscheiden dürfen, was gesagt werden darf und was nicht, dann werden diese Einschränkungen auch uns treffen, also sie werden die Position unseres Lagers verschlechtern. Das heißt, wir haben kein Interesse an einer Einschränkung der Meinungsfreiheit betrieben durch diese Leute. Das wäre, wie gesagt, jetzt ein politisches Argument. Wir haben kein politisches Interesse daran. Aber es gibt auch kein anderes politisches Lager, außer die Wokies, das ein Interesse daran hätte, dass die Wokies darüber entscheiden dürfen, was gesagt werden darf und was nicht. Ich hoffe, das leuchtet jedem ein. Also hier hält moralisches Argument eben mit politischem Interesse 100% zusammen. Also man kann mit beiden Argumenten in die gleiche Richtung argumentieren. Aber es sind trotzdem noch unterschiedliche Argumente. Du darfst doch sagen, was du willst, nur hast du kein Recht, dass das unkommentiert stehen bleibt. Nein, darf ich nicht. Es gibt Twitch-Community-Richtlinien, die einschränken, was ich sagen darf. Und das finde ich sehr, sehr gefährlich, weil diese Regeln komplett willkürlich ausgelegt werden dürfen, ausgelegt werden können. Wie der Fall KuchenTV, wie der Fall Skurrows, wie zahlreiche andere Fälle uns zeigen. Also auf YouTube, da wurden KenFM oder AntispiegelTV gesperrt. Kanäle, die einfach nur über Außenpolitik informiert haben. Das ist brandgefährlich. Auf Twitch wurde Proletopia demonetarisiert. Das hat auch nichts mit freier Meinungsäußerung zu tun. Und was diese Leute hier fordern, ist eine woke Diktatur, wo nur Leute, die ihrer Meinung sind, sich frei äußern dürfen. Also, warum ich daran weder ein politisches Interesse habe, noch das moralisch für gut befinde, sollte, glaube ich, jedem klar sein. Oder muss ich das nochmal erklären? Nichts gegen Anime... Nee, sorry, das war jetzt dumm gesagt. Nichts gegen Anime-Profilbilder. Meine Partnerin hat selber ein Anime-Profil... So,
Und das ist eine extremistische Position für dich? Ja, selbstverständlich. Nach welchen allgemeinen Prinzipien soll das laufen? Aha. Extremistische Position, dass du sagst, hey, ich... Ja, ihr wollt eine Woke-Diktatur. Das ist eine extremistische Position. Ich finde, der Account hat auf YouTube nichts verloren. Boah, extremistische Position. Also, es ist doch sowas von aus dem Arsch gezogen, Digga. Wo ist denn der extremistische Aspekt? Was macht es denn extremistisch? Aha. Ich bin mal gespannt, ob er das ausführt. Also, wer soll das entscheiden? Du hast gerade gesagt, Wer soll das entscheiden? Hä? Keine Ahnung, staatlich, also wahrscheinlich ein Gericht. Und dann zweitens, nach welchen Prinzipien soll das laufen? Also, was muss jemand machen, um gesperrt? Streichi. Nein, kein Anime-Hass, nur Liebe. Na, aber wirklich, als unironisch. Zu werden. Also, wie gesagt, aktuell werden Kanäle wie Antispiegel TV, die relativ harmlose außenpolitische Berichterstattung machen, von Deutschland gesperrt. Kann der Agitator mal aufhören, über andere Creator zu sprechen? Baba wird sich bestimmt nicht hinreißen lassen und jetzt über andere YouTuber lästern, ja? Soll er doch gar nicht. Also, ihr merkt's wieder, Jungfeldsalat hört mir überhaupt nicht zu und erzählt hier über irgendwas anderes, womit ich mich gerade gar nicht beschäftigt hatte. Mein Argument: gemäßigte prodemokratische Creator wie Antispiegel TV werden gesperrt. Und Baba Bartonek fordert ein noch restriktiveres Zensurregime, wo nicht nur die gesperrt werden würden, sondern auch noch Kanäle wieder Schatten machen. Also er fordert ein noch schärferes Zensurregime als das aktuelle. Das war mein Argument. Also er muss nichts inhaltlich zu Antispiegel TV sagen. Er soll mir einfach Prinzipien nennen, nach denen er Kanäle sperren würde. Ja? Ich weiß nicht. Mir wird schon wieder viel zu moralisch vom Agitator. Das nicht mal, dass die gesperrt wurden. So. Ich lebe nicht in dieser Welt. Ich habe es gerade erklärt, ich kann es auch politisch argumentieren, aber politische und moralische Argumentationen fallen hier ziemlich eng zusammen. Von der Conclusio her. So, na? Es geht um den Schattenmacher. So, und jetzt möchte ich von dir wissen, wenn ich sage, dass ein Typ, der diese Form des Contents produziert, der diese Videos macht über Gewalt an Frauen, über Ted Bundy und so, wenn ich dann sage, der trifft sich mit Politikern und so, der ist Influencer bei Politikern und ich finde, der hat grade, nichts auf YouTube verloren. Nein, das geht nicht. Lese gerade, der gute Marco vom Brotfunk-Podcast ist verfügbar. Wie gesagt, meine Vorhersage ist, Jungfeldsalat, der wird wahrscheinlich nicht aus dieser Woke-Sekte, beziehungsweise sich sehr schnell eine neue Woke-Sekte suchen, der wird wahrscheinlich nicht langfristig den Ausstieg schaffen, dafür ist er noch zu stark in diesem Woken-Denken verhaftet. Jedenfalls wirkt es hier so. Aber mit der Prognose kann ich natürlich auch falsch liegen. Wie gesagt, ich werde das Video erst in einem Monat hochladen, da sind die standardmäßigen Upload-Termine auf meinem Kanal und die Zuschauer, die es dann sehen, können mir ja in die Kommentare schreiben, wie sich Jungfeldsalat bis dahin entwickelt hat, beziehungsweise können mich dann darauf hinweisen, dass ich falsch gelegen habe. Sollte das so sein? Denn in einem Monat kann ja viel passieren. Vielleicht habe ich Unrecht, ich hoffe, dass ich Unrecht habe. Ich hoffe, dass er es schafft, aus dieser Woken-Sekte rauszukommen. Ich hoffe, dass er es schafft, dieses moralistische, extremistische Politikverständnis abzustreifen und zu einem, ja, Demokraten zu werden, der andere politische Lager nicht bekämpfen will, nur weil sie einfach eine andere Meinung haben. Also das ist schon sehr, sehr gefährlich. Aber ja, das ist, wie gesagt, nur meine Meinung. Ich finde es sowohl moralisch gefährlich, also als Bedrohung für den freien Diskurs, als auch politisch gefährlich. Hier nochmal für Jungfeldsalat diese Unterscheidung, falls er auf dieses Video reagieren sollte. Ich finde es aus beiden Sichtweisen gefährlich. Wenn der freie Diskurs eingeschränkt wird, ist das natürlich gefährlich für unser Lager, weil wir dann auch nicht mehr frei unsere Meinung sagen können. Das muss man hier ja extra erwähnen. Also ich glaube, auch wenn ich es extra erwähne, er wird mir trotzdem Dinge unterstellen, die ich so nicht gesagt habe, beziehungsweise trotzdem diese beiden Sichtweisen durcheinander bringen, weil er es nicht auseinanderhalten will. Ich unterstelle ihm schon, dass er das intellektuell kann, dass er dazu in der Lage ist. Aber er will es, glaube ich, nicht, weil er sonst mit seinen ganzen Strohmännern nicht durchkommen würde. Naja, in diesem Sinne rufe ich gleich mal Marco vom Brotfunk an und wie gesagt, weist mich in einem Monat darauf hin, wie sich der gute Jungfeldsalat bis dahin entwickelt haben wird.